Herr Schacht, wie haben sich die Rahmenbedingungen in der Biotechnologie gewandelt? Wir haben in den letzten Monaten und Jahren eine ganze Menge an Veränderungen sehr positiv erlebt, die wir als Bio-Deutschland auch explizit begrüßen. Zu nennen zum ersten die Ausweitung des Invest-Zuschusses, die neue Mittel zur Verfügung stellen. Zum zweiten die Regelung der Verlustvorträge, damit die für innovative Startups erhalten bleiben mit dem neuen Paragraph 8d, die wir auch explizit begrüßen und die neue Auflage eines Fonds unter dem Namen Coparion. Alles, was zusätzliches Kapital für die Biotech-Branche schafft, absolut zu begrüßen. Wo sehen Sie weiteren Handlungsbedarf? Das können nur erste Schritte gewesen sein. Wir müssen das konsequent weitergehen. Stichwort eine Größenordnung mehr darf es schon sein. Anstatt 225 Millionen bei Coparion wären für ein Land wie Deutschland sicherlich 2 Milliarden eher angemessen. Auch beim Investzuschuss fordern wir eine deutliche Ausweitung. Und bei den steuerlichen Rahmenbedingungen wäre sicherlich das Thema Tax Credits, also letztlich in der Phase der Verluste für Startups die Möglichkeit, vorgezogene Cash-Inflows zu bekommen aus Tax Credits, sehr zu begrüßen. Sind das alles nur Sparks in the Dark oder gibt es einen Silberstreifen am Horizont? Die Richtung stimmt, die müssen wir mutig und konsequent auch mit der, wie immer sie aussehen mag, neuen Bundesregierung nach den Wahlen in 2017 weitergehen. Das werden wir unterstützen, arbeiten da mit allen Parteien, die sich bewerben, entsprechend zusammen. Ich denke, was wir auch in Deutschland lernen müssen, ist die Erfolge, die es auch zweifelsohne im Life Science und Biotech-Bereich gibt, zu feiern und nicht immer nur das zu beklagen, was noch nicht optimal ist.